Peace, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video und zu dem zweiten Vlog hier aus New York. Wunderschöne Aussicht, damit aufzuwachen, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das große Problem ist aber, wir brauchen erstmal natürlich ein Fit, bevor wir raussteppen. Deshalb dachte ich mir, komm, ich mache so ein kleines Get Ready With Me hier auf YouTube. Bietet sich eh an, wenn ich mich eh anziehe, warum dann nicht hier auch vor Kamera? Und ich würde sagen, ich hole mal den Stuff, den ich mir so rausgesucht habe, beziehungsweise meinen Fit für heute. Fangen wir das Ganze einfach von unten an, und zwar mit der Hose. Und ich werde heute dieses gute Ding hier rocken. Und zwar ist die Rede von der Entire Studios Cargo. Wirklich geisteskrank der Fit. Den werdet ihr gleich auch nochmal sehen. By the way, hier auch natürlich, ne? Hosen müssen unten immer kaputt sein, weil sie zu weit fitten und ihr da mit den Schuhen drauf tretet. Sehr, sehr wichtiges Ding. Dann tragen wir oben rum irgendein weißes T-Shirt, eventuell lasse ich das T-Shirt an oder switch ganz kurz. Wir müssen layern, also im Ernst, weil sonst werde ich wirklich gottlos frieren. Deshalb ziehe ich darüber einfach diesen wunderschönen Zipper an. Ich hoffe mal, auf der Cam kommt das so rüber wie in echt. Ist halt der Bershka-Zipper aus der Frauenabteilung und der hat so ein bisschen, ja, braune Elemente, ist so leicht verwaschen. Vielleicht sieht man das später oder im Laufe des Tages noch ein bisschen besser. Finde ich, passt sehr, sehr gut zur Entire Studios Cargo, da die natürlich auch braun ist. Und weil das leider nicht reicht in New York, nur T-Shirt und Jacke, geht gar nicht klar. Dementsprechend ziehe ich noch diese Regenjacke hier von Sacralite an. Ist aus der letzten Kollektion von euch aus gesehen, letzte Woche rausgekommen. Ist aber, wie der ein oder andere weiß, natürlich schon sold out. Und als kleines Accessoire rocken wir auch nochmal den Gürtel aus der Kollektion. Ihr könnt sehen, ich nehme jetzt die schwarze Seite, weil gelb wäre mir ein bisschen zu auffällig. Und das wäre der Fit. Ich ziehe jetzt alles mal gemeinsam an. Natürlich mit meinem Bershka Rick Owens Rip-Offs. Ihr könnt sehen, auch sehr, sehr abgefuckt mittlerweile. Ich bin glücklich, dass ich zu Hause noch ein zweites Paar habe. Wir sind ready. Das hier wäre der Zipper. Oh, jetzt sieht man eine Hose. Egal. Hier Hose. Hier Bershka Rick Owens Rip-Offs. Und hier der Zipper. Sehr, sehr gut. Dazu noch der Belt. Und Arcturix Beanie. Und jetzt kommen wir raus. Ihr könnt sehen, wir sind gerade outside. Und unsere erste Mission ist es natürlich zu frühstücken. Wir müssen ein bisschen Kraft tanken für den ganzen Tag. Und danach würde ich sagen, sage ich euch einen Gameplan. Denn selber wissen wir den noch gar nicht. Aber natürlich werden wieder Bagels gefrühstückt. Auf jeden Fall heißt der Laden Best Bagels and Coffee. Und wir schauen, ob die Bagels an die Bagels von gestern rankommen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, werde ich euch jetzt den ersten Vlog mal einblenden. Könnt ihr gerne nachholen, falls ihr das irgendwie verpasst habt. Das finde ich auch sehr, sehr cool geworden. Wir sind endlich angekommen bei einem Spot. Hast du Bock? Sage, der Laden wird besser als der von gestern. Ich war hier schon mal. Das ist halt natürlich wieder bodenlos, ne? Bei einem Bagel 15 Dollar zahlen. Vor allen Dingen... Hier ist halt nicht mal ein Getränk mit dabei, aber ich habe mir so einen Chicken Parmesan Bagel geholt. Ich habe ihm gerechnet, aber dass ich das hier bekomme, sieht einfach aus wie ein Döner. Ihr könnt sehen, Chicken, Mozzarella, alles am Start. Also heute wird so ein bisschen Sightseeing x Shopping. Zuerst mal eine Sache, die man abgehabt haben muss, wenn man in New York ist, und zwar das Empire State Building. Dort stehen wir jetzt gerade vor. Ich sag euch ehrlich, wenn man davor steht, ist es jetzt nicht so perfekt. Von Weitem sieht man das auf jeden Fall ein bisschen besser, beziehungsweise sieht es einfach schöner aus. Aber ich denke mal, man kann sehen, wie unfassbar riesig das ist. Was ich aber ein bisschen random finde, also wie gesagt, das hier ist das Empire State Building. Junge, hier ist einfach ein Starbucks drin. Keine Ahnung, ich dachte immer, das wäre so ein Gebäude von der Regierung. Okay. Also wir sind im ersten Stop heute, und zwar Dover Street Market. Ihr könnt sehen, hier ist einmal so ein eigener Abteil. Ich weiß auch nicht, was Jan da gerade macht. Die haben auf jeden Fall sehr, sehr gute Brands. Zum Beispiel Denim Tears haben wir hier. Oder Levi's X Denim Tears. Zum Beispiel diese Hose hier. Und generell, ich feiere diese Waschung zurzeit echt gottlos von diesem Raw Blue. Sehr, sehr cool. Ihr könnt sehen, hinten haben wir mit so einem goldenen Stick. Oder auch zum Beispiel ein, zwei Flanells, die so ein bisschen distressed sind. Hier auch auf der Rückseite. Hier hinten ist es dann so ein bisschen bunter, würde ich mal behaupten. Also jetzt nichts für mich. Deshalb steppen wir jetzt darüber. Kennst du, ich dachte, das wäre so mit das Einzige gewesen, was ich euch eben gezeigt habe. Auf einmal sehe ich das hier. Die haben insgesamt 7 verschiedene Etagen. Also ich glaube, die haben jede Brand, die es hier gibt. Das hier ist jetzt alles Supreme. Wir haben auch Boxershorts und so. Auf jeden Fall, glaube ich, ist die gleiche Kollektion, die wir auch gestern im Supreme Store gesehen haben. Denn die ein oder anderen Pieces kommen mir auf jeden Fall schon bekannt vor. Wie zum Beispiel dieses wunderschöne T-Shirt hier, was ich in letzter Zeit öfter gesehen habe als meine eigenen Eltern. Und das ist kein Cap. Also ich glaube, das wird jetzt ein bisschen... Einen auf den, jede Etage einmal durchgehen, dann runtergehen zur nächsten. Wir haben in der 7. gestartet, dort war Supreme und ich glaube Gucci. Und ich weiß gar nicht, was uns in der 6. erwartet. Das werden wir jetzt aber gemeinsam herausfinden. Geil, werde ich mir auf jeden Fall alles kaufen. Hier in der 4. gibt es Comme des Garçons. Das ist so ein ganz großer Part, glaube ich, hier. Eigentlich auch sehr, sehr cool vom Interior, würde ich mal behaupten. Und dann gibt es halt so ein bisschen, ja,
extravagante Sachen, so wisst ihr, was ich meine? Auch sehr, sehr viel für Frauen, das heißt nicht das Beste. Zum Beispiel da oben war alles zum Beispiel Jacquemus für Frauen. Dementsprechend schwierig hier fündig zu werden, aber wie gesagt, Interior bockt hier wirklich geistkrank. Zum Beispiel hier diese wunderschöne Treppe. Dieser Laden ist auch so irgendwie ein bisschen random. Wir haben hier ein Stussy-Piece, ne? Und ich dachte mir so, geil, ich habe die Stussy-Abteilung gefunden. Aber hier ist halt sonst nichts von Stussy. Ich check diesen Laden noch nicht ganz. Also hier hängen immer so vereinzelte Pieces, aber dass ich jetzt nichts weiter von Stussy gefunden habe, nervt mich ein bisschen. 2000 Jahre später. Ich hab's gefunden und zwar ist hier alles Stussy. Ich sag euch ehrlich, hätte der hier irgendwie einen anderen Colorway, würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Also im Ernst, ich finde den Preis auch relativ gut. $150, aber so dieses Grün-Schwarz sehe ich jetzt nicht bei mir. Dann haben wir so ein Flanell oder halt so ein bisschen, sag ich mal, auffälligere Jacken. Ich finde, das coolste Piece von der Stange wäre auf jeden Fall dieser Hoodie. Catch mich jetzt aber auch nicht geisteskrank, sage ich euch ehrlich. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Leute, die Rick feiern, oder ein bisschen komisch, ja. Ganz kurzes Fazit zu dem Dover Street Laden. Wir sind rausgesteppt, haben uns jetzt hier hingechillt. Und ich muss sagen, eigentlich ist ein Besuch wert, weil das Interior ist nice. Man hat sehr, sehr viele verschiedene Marken. Nur, was ich leider bemängeln muss, ist natürlich auch logisch, wenn man so viele verschiedene Marken hat, dass die Auswahl bei den einzelnen Brands halt nicht extrem hoch ist. Trotzdem muss man hier auf jeden Fall reinsteppen oder kann den Besuch abstatten. Ganz kurze Abkühlung. Berry Lemonade klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Und dann geht's sofort weiter. Unsere nächste Mission ist auf jeden Fall die Brooklyn Bridge, auf die wir gerade zugehen. Also das Ganze sieht doch wirklich schon sehr, sehr vielversprechend aus. Und wir haben es nicht mal bis zur Hälfte geschafft, aber allein hier rechts diese View, muss ich sagen, findest du die View da? Findest du cool? Digga, du bist doch schon am richtigen Spot. Also hier wären wir angekommen, das wäre die finale View, wie ich finde auf jeden Fall. Sehr, sehr krass. Zum Beispiel da vorne, das World Trade Center, ich denke mal, auf der Cam erkennen. Sehr, sehr cool. Ich glaube, ich zeige euch noch die andere Seite. Die andere Seite ist aber ein bisschen unspektakulärer. Ich hoffe, man versteht mich, weil es hier wirklich sehr, sehr windig ist. Das wäre auf jeden Fall die andere Seite. Ich glaube mal, man kann es erkennen. Das hier ist die Manhattan Bridge. Aber wie gesagt, ich finde die Seite auf jeden Fall so ein bisschen unspektakulärer als natürlich die hier. Ey, die View von hier ist ja wirklich unfassbar sexy, ne? Wir sind auf jeden Fall ganz kurz essen. Wir beide haben jeweils 2 Tacos von Los Tacos. Und die lassen wir uns jetzt schmecken. Und so schnell sind $12 weg. Das Gute ist, neben Los Tacos ist direkt mal wieder der Laden von gestern, wo sich jetzt auf jeden Fall direkt der Cookie gegönnt wird. Unfassbar, ich habe mich in diesen Cookie hier verliebt. Digga, so geil. Wir haben gerade eine Mission und zwar sehen wir hier die ganze Zeit Leute mit einer bestimmten Jacke. Rede ist von dieser Cactus Jet Lederjacke hier. Aber ich weiß halt nicht, welches Size ich brauche. Eine XL ist halt sold out. Ich denke mal nicht, dass ich eine XL brauche. Das ist auf jeden Fall eine Woman's Jacket. Dementsprechend gehen wir jetzt nochmal in die Streetwear-Läden rein und schauen, ob es diese Jacke gibt, damit ich ungefähr weiß, welches Size ich brauche und welches Size ich mir bestellen muss. Das ist jetzt die Mission des Tages, weil diese Jacke ist wirklich echt eine absolute 10 von 10. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und wir essen einfach schon wieder was Süßes. Ich denke mal, wir gehen mit denen hier und zwar 3 Stück für $7. Also ungefähr, keine Ahnung, 7 Euro oder so. Ist vielleicht ein bisschen teurer, aber diese Dinger sind wirklich so extrem lecker. Kommt jetzt auf jeden Fall ein Taste-Test, ihr könnt sehen, die ganz normalen. Die sind so soft. Okay. Einfach, wir wurden aus dem Laden rausgeworfen und müssen jetzt hier draußen unsere Donuts essen. Aber für Jan ist es tatsächlich das erste Mal. Wir können selber kaum fassen. Er geht mit dem Klassischen. Ich sag overhyped, oder? Ich kann mir das nicht so geil vorstellen. Boah, ich finde den so sexy, ne? Boah. Also ich muss sagen, ich kann auf jeden Fall alle verstehen, die das hochhypen. Ist wirklich sehr geil. Hätte ich nicht gedacht. Ist sehr gut. Tam, Bruder, mach mir auch präsent. Aber ich check den hier nicht. Warum ist hier kein Loch drin? Weil das mit Füllung ist. Warte mal. Glaube ich. Boah, Vanille? Das ist so Vanillepudding. Wir haben Beef auf Kamera, Jungs. Wir haben Beef auf Kamera. You turn into my lane. You must fucking hit me, asshole. You don't fucking do that, asshole. Ey, der Donut ist überwack. Wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Gestern ging nicht mehr so viel. Und leider ist die Mission von gestern so ein bisschen in die Hose gegangen. Wir haben zwar 6 verschiedene Superläden abgeklappert, aber wirklich keiner hatte diese Lederjacke da. Aber ich habe eine Lösung für das Problem und zwar werden wir die Jacke jetzt einfach in 2 verschiedenen Sizes bestellen, denn die gibt es halt online noch. Könnt ihr die Jacke nochmal sehen? Wirklich ein sehr, sehr schöner Colorway. Ich finde die Patches hier drauf wirklich sehr cool. Das hier wäre die Vorderseite, das hier wäre die Rückseite. Ich finde die von vorne auf jeden Fall ein bisschen cooler. Sizing ein bisschen komisch, deshalb werde ich auf jeden Fall eine M in den Warenkorb packen
und eine L ebenfalls in den Warenkorb packen. Das heißt, die Jacke und auch sehr, sehr viele andere Pieces werdet ihr im nächsten Latest Pickup Video auf jeden Fall sehen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Dementsprechend, falls ihr das nicht verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da, lasst mir auch gerne ein Like für diesen Vlog da und aktiviert die Glocke, damit ihr natürlich benachrichtigt werdet, wenn das Video online kommt. Und jetzt würde ich sagen, steppen wir langsam mal raus. Heute wird mehr Sightseeing gemacht, denn ich muss auf jeden Fall was von New York sehen. Wir starten unsere Sightseeing-Tour beim 9/11 Memorial. Im Laufe des Tages geht es auch nochmal zum Central Park. Und wir gehen auch zu einer Aussichtsplattform und schauen uns New York von oben an. All das bekommt ihr heute. Ich nehme euch mit, damit ihr auch so ein bisschen was von New York seht. Also, wir sind angekommen hier. Wir können sehen, das da ist das World Trade Center. Hier haben wir das Memorial. Das ist jetzt auch meine First Impression, ne? Das ist wirklich kein Bluff. Das erste Mal ja hier. Sind das hier eigentlich die Namen von den Leuten, die alle... Ja. Also das ist schon krass. Und genau hier standen die auch. Also hier stand der eine Tower und da hinten ist noch ein Memorial, da stand der andere Tower. Also genau hier standen die und genau das war auch die Größe von dem. Und hier, by the way, direkt neben dem Memorial ist quasi so das 9/11 Museum. Bei Jan war da schon mal drinne. Zweimal. Ich sag euch ehrlich, das ist wirklich sehr, sehr impressive. Also wirklich, solltet ihr mal in New York sein, ihr habt die Zeit dafür, geht hier safe rein. Das kostet safe so 3-4 Stunden eures Tages. Aber es ist wirklich unfassbar interessant. Lohnt sich. Und ihr geht da raus und denkt euch so, krass. Alter, ich kann hier so 360 Grad einmal rumdrehen, wie krass. Auf jeden Fall, ich glaube, hier sieht man das World Trade Center ein bisschen besser. Für alle meine Bowings. Ist schon krass gebaut worden, ne? Mit diesen Dreiecksflächen hier. Also dahinter war das erste Memorial. Und hier ist dann nochmal das zweite. Ich würde mal sagen, dass so einfach eins zu eins gleich ist. Nur, dass leider hier ein bisschen weniger Wasser fließt. Jungs, und dieser Stein hat wirklich eine historische Bedeutung. Denn hier wurde die eine oder andere Straftat mal begangen. Ihr könnt es vielleicht sehen. Ihr könnt euch erinnern, dieses wunderschöne Bild, wo ich hier schön so stand, geguckt habe, wo ist Polizei, habe ich so Gedi gemacht, habe schon ein Bild gemacht und bin dann weggerannt. Was, Bruder? Bevor unsere Sightseeing-Tour weitergeht, müssen wir natürlich auch noch was essen. Wir haben noch gar nichts gegessen, noch gar nicht gefrühstückt. Mittlerweile haben wir so 12 Uhr und wir überspringen jetzt einfach das Frühstück und gehen zu Popeyes. Der eine oder andere wird es kennen. Das sind so Chicken Burger, die wirklich extrem, extrem geil sind. Darauf freue ich mich, habe ich sie sehr, sehr lange nicht mehr gegessen. Um genau zu sein, das letzte Mal halt in L.A. Vertraut mir, dieses Sandwich kommt so gepflegt jetzt, ne? Hier haben wir das Ding, ihr könnt sehen, die Chicken sieht wirklich unfassbar krass aus. Und jetzt werden wir gemeinsam einen Taste-Test machen. Wir haben noch Brote, wir haben noch Cheese dabei. Und ich glaube, ein Burger kostet so 4 Dollar. Also wir werden geisteskrank. Mit einer so der geilsten Chicken-Burger, die es so gibt. Also so, was Fastfood-Ketten angeht, 100%. So geil, dieses Chicken. Okay. Wir sind frisch gestärkt, es wurde alles aufgegessen. Zwei Burger bestellt, der hat nur einen geschafft. Ich habe den anderen Gästen gesagt, es wird alles aufgegessen. Ganz kurzes Wetter-Update, es ist wieder bodenlos kalt. Leute laufen hier bauchfrei rum. Ich verstehe nicht, wie die das können. Ich laufe hier original so rum und mir ist trotzdem kalt. Wir wären tatsächlich bei unserem Ziel angekommen. Und zwar wäre das hier die Wall Street. Ihr bekommt mal so eine 360-Grad-View. Dann könnt ihr mal alles genauer betrachten. By the way, haben wir überall diese amerikanischen Flaggen. Egal ob hier, hier natürlich oder auch hier in der Gasse. Ist so ein bisschen die Broker Street, würde ich jetzt mal sagen. Und was wirklich sehr, sehr gut ist, also kommt safe hier hin. In der Nähe ist die Statue of Liberty. Da muss man einfach nur, ich glaube, hier weiter runtersteppen. Und dann sollte die so in 5 Minuten Entfernung sein. Das heißt, man hat 2 Fliegen mit einer Klappe. Also ich raff's nicht, aber ihr könnt sehen, ganz, ganz viele Menschen, die einen Bullen fotografieren. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie eine Sehenswürdigkeit ist oder so. Selbst unser Reiseführer ist ein bisschen überfragt. Das ist der Charging Bullen. Der repräsentiert den Lebensstil der Amerikaner und ist, glaube ich, irgendwie so damals aus dem Melting Pot in der Zusammenhang irgendwie gebaut worden. Oder man hat ChatGPT gefragt, ja? Die stehen sogar Schlange dafür. Wäre das so Goya-Schlange oder so? Willkommen, hier ist dieser wunderschöne Park und dort hinten ist die Statue of Liberty. Wow! Man kann, by the way, mit der Fähre dort so hinfahren. Das machen wir jetzt aber nicht, weil wir keine Zeit haben. Ich weiß, wie es euch geht. Bei solchen Sehenswürdigkeiten ist manchmal irgendwie so, ja, easy. So, man steht jetzt davor, ich hab's gesehen, dann ist so, okay. So, ich weiß nicht. Manche Leute erwarten jetzt hier eine Reaktion, als ob ich so komplett ausdrücke wegen der Statue of Liberty und so sagen, boah, geistkrank und so. Also ich find's cool, safe, ich hab's gesehen. Wo ich aber nicht dieses, ja, easy Effekt habe, denke ich mal, wäre beim Central Park.
Und das werden wir auch noch sehen und da habe ich wirklich so, so Bock drauf. Generell die beiden nächsten größeren Sachen, die jetzt kommen, Central Park und dieser Aussichtspunkt, das werden safe nicht so, ja, easy Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Nur um euch mal zu zeigen, wie riesig dieser Park ist, also das ist wirklich gottlos. Also das ist unfassbar riesig, dementsprechend vielleicht auf der Cam gar nicht so groß rüber, aber der ein oder andere soll es halt wissen, dass es einfach wie so eine riesige Fläche mitten in New York ist. Kleine Manko aber, wir sind nicht zu der perfekten Jahreszeit da, das heißt, Bäume, ihr könnt schon sehen, sind etwas kahler. Im Sommer stelle ich mir das Ganze ein bisschen cooler vor, wenn die Bäume halt aufblühen, aber... Ihr alle habt doch safe schon mal diese Roomtouren gesehen, von wegen 60 Millionen Dollar Apartment in New York City mit Blick auf den Central Park. Ich zeige euch jetzt das Gebäude. Auf jeden Fall hat unser Reiseführer Jan uns einen sehr guten Aussichtspunkt gezeigt. Hier könnt ihr mal die ganzen Gebäude sehen. Und die beiden höchsten Gebäude, die ihr da rechts und links jeweils seht, das sind halt die Gebäude, wo diese ganzen geisteskranken Wohnungen drin sind für so, keine Ahnung, 60 Millionen Dollar. Man sieht das ja auch immer, übergeile View auf den kompletten Central Park haben. Wie gesagt, nicht die beste Jahreszeit, ihr könnt es an den Bäumen sehen, so ein bisschen kahler, so ein bisschen düster. Ich denke mal, die meisten wissen auch von euch, dass jetzt nicht nur so ein Park ist, wo einfach nur Bäume stehen, sondern dass man hier so verschiedene Aktivitäten hat. Wie zum Beispiel der Central Park Zoo, in den geht es dann hier rein und da vorne ist zum Beispiel der Eingang von Madagaskar. Keine Ahnung, ob ihr das kennt oder halt wiedererkennt. By the way, einfach ein School. Mein Bruder. Irgendwie ist es hier auch so ein bisschen, ich weiß nicht, random. Jeder ist hier auf seiner eigenen Mission. Cardi, Bruder. Kommen wir jetzt zur letzten Sache für dieses Video hier heute und diesen Vlog. Und zwar gehen wir auf eine Aussichtsplattform, um genau zu sein, aufs Rockefeller Center. Dort fahren wir jetzt gleich hoch. Und dann bekommt ihr natürlich auch Impressions von der View. Es ist so eine 360-Grad-View über den Central Park, über die andere Seite in New York. Das hier, das Rockefeller Center, wo wir gleich hochgehen werden. Und als kleine Randinfo. Hier, wo wir uns befinden, ist tatsächlich in der Winterzeit immer so dieser fette Weihnachtsbaum. Den werde ich euch jetzt mal einblenden. Vielleicht kennt den der ein oder andere. Der steht auf jeden Fall immer hier. Und als wäre das nicht genug, haben wir da vorne noch so eine Eislaufbahn. Ich denke mal, ihr könnt sehen. Da sind auch gerade Leute am Start, die einfach so ein bisschen Eislaufen. So, was soll ich jetzt sagen? Und jetzt will ich euch nicht auf die Folter spannen und wir gehen auf den hier einmal hoch. Also, ihr bekommt jetzt meine erste Reaction. Wir fahren hoch. Ich glaube, höher geht es nicht. Ich weiß nicht, welche Etage wir sind, irgendwie 100. Etage. Ich habe eben die ganze Zeit nicht geguckt, damit ich jetzt... Das ist nice. Das ist Central Park Seite. Also im Ernst, also... Da unten waren wir eben. Man denkt, ich fake das. Guck mal, das da hinten ist dieser riesige See, den ich meinte. Boah. Digga, wie fett sieht der Central Park aus? Ich glaube, das ist das Ding, was man in New York machen muss, so auf den, so... Was krass, das gibt's gar nicht. Ich glaube, meine Favorite-Seite wird eh die mit dem Central Park sein, weil ich das ein bisschen cooler finde, weil hier... Du siehst halt die ganzen Hochhäuser. Gebäude. Empire State Building da. Das Hidden World Trade Center. Aber jetzt sieht man da mal, ist der Times Square. Jetzt sieht man mal, wie krass das gebaut ist. Das fällt einem die ganze Zeit gar nicht so auf. Wie gesagt, man checkt das immer so von oben, guckt, wie krass das eigentlich ist. Wenn man immer da unten läuft, man realisiert das irgendwie gar nicht. Keine Ahnung, ganz komisch. Darf man jetzt hier so lang bleiben, wie man will? Ich weiß nicht. So, man denkt, schicken uns jetzt irgendwann raus. Dreimal dürft ihr raten, wer vergessen hat, ein Outro zu drehen. Und zwar natürlich ich schon wieder. Wir sind gerade am Flughafen. Für uns geht es jetzt nach Hause. Aber es wird noch ein weiterer Vlog kommen. Generell hoffe ich, dass euch dieser Vlog gefallen hat. War jetzt nicht extrem viel Shopping, war mehr so ein Touri-Vlog. Aber dafür wird der nächste Vlog ein XXL New York Shopping Vlog. Darauf könnt ihr euch freuen. Lasst hier gerne ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Aktiviert noch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet. Ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe generell, ihr genießt diese New York Videos hier. Wie gesagt, eins kommt noch online. Ich hoffe, dann sehen wir uns wieder. Jetzt würde ich sagen, wünsche mir einen guten Flug. Peace. Haut rein.